JP Performance. Wie im Leben. Hallo! Geht gleich los! Und das alles in einem Auto? Willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Mädchenkanal. Und zwar stehe ich heute in der BMW-Welt für eine ganz besondere Auslieferung. Denn JP Performance hat bei mir ein Inventar gestellt, worauf ich sehr stolz bin, in einer besonderen Lackierung. Welche Lackierung es ist, werdet ihr gleich sehen, aber es geht gleich los. Ich bin mega gespannt auf die zugleich und werden jetzt mal in die Aufbereitung gehen, um zu gucken, ob der Wagen schon ready ist. Also, seid gespannt! So, ich glaube, hier sind wir richtig, Leute. Hier steht er. Richtig cool. Wir machen jetzt hier mal die Lichter an, würde ich sagen. Das schaut dann nochmal richtig krass aus. Wir befinden uns gerade hier im Aufzug und fahren gleich auf die Premiere. Ja, jetzt müssen wir den Wagen noch schön platzieren und dann kann es auch schon losgehen. Ich bin mega gespannt, was du sagst. Ja, das sind so die schönsten Momente, die meinen Job so besonders machen. Der Gräber darüber gekommen ist. Er hätte mich anrufen sollen, wenn er ankommt, aber jetzt holen wir den Herrn mal ab. Herzlich willkommen! Wir wollten ja eigentlich gestern das Fahrzeug schon abholen. Ja, das stimmt. Kurzer Anruf, bitte. Ich komme heute und hole den Wagen ab. Guck mal, wie professionell ruhig sie bleibt. Ja, ne? Klar. Ich bin ja auch ein Profi, ne? Profi. Also mal offiziell herzlich willkommen hier in der BMW-Welt. Komm mal hier hoch. Wie hast du es geschafft, für die Hochschule? Fahrstuhl. Aus der Tiefgarage. Du bist der erste Mensch, der direkt bei dir hier auf dem Balkon nach seinem neuen M-Auto hält. Ja, und dann habe ich sie gesehen, habe dann rübergerufen, ganz höflich. Hallo! Diese Frau ist ganz anders, denn die Kamera nicht anders kommt. Also? Du bist so gerade so im... Ja klar, ich muss ja professionell sein, entschuldige mal. Wenn die Kamera aus ist, gewehr aber. Hallo! Willkommen! Premium! Natürlich, hier ab hier ist der Part quasi für unsere Abholer. Und jetzt gehen wir zum Check-in. Sie dürfen mir gerne folgen, Herr Krämer. Check-in? Hallo. Morgen. Hallo. Ach, guck mal hier. Hallo. Ach, das ist das Kärtchen, wovon du erzählt hast. Ja. Das war noch nicht fertig gestern. Dreh mal um. Oh. Schön. Na, ich freue mich, dass ihr hier seid. Und glaub mir, hallo. Du wirst überrascht sein. Wovon? Von deinem Gefährt. Der schaut in der Tour mal ganz anders aus. Boah, das ist so krass. Ich habe vorhin unten bei der Aufbereitung. Das habe ich öfter schon gehört, dann ist leider nicht so gut. In der Aufbereitung, im Licht, ja. Der ist so clean. Also die Lackierung ist echt krass. Richtig krass. Ja? Ja, da weiß jeder. Was los ist. 2 Kilometer Entfernung, was los ist und wer da ist. Das ist schon mal gut. So, du darfst dich jetzt hier gerne mal kurz hinsetzen und Kaffee trinken, Wasser trinken, Tee trinken, Wasser trinken, Cola trinken, Sprite trinken. Was machen wir denn? Und dann hol ich wieder ab. Wir brauchen 2 Minuten. Okay. Und dann ist das aus dem Retailer oder kommt das von irgendwo? Was? Also wenig Tee von oben, von hier runtergelassen. Dann klappen wir das Dach auf. Wenn's okay ist. Ja. Und ich schicke den Tatsachen dazu. Wenn Sie weiterfahren. Magst du ja, oder? So haben wir es vereinbart. Genau. So war bestellt. Perfekt. Okay, dann warten wir hier. Ja.
Es geht gleich los. Geil, oder? Je öfter ich den so sehe. An einem Coupé nicht. Ehrlich? Nee, am Coupé finde ich nicht. Ich schon mal geil. Touring finde ich ganz passend, weil der Arsch eh so fett ist. Macht es gerade noch mal ein bisschen brachialer, ne? Sven, ist wirklich die beste One-Car-Solution, die man momentan kaufen kann. Es fährt über 300. Es hat ein sportliches Design. Breite Po-Flügel ist für einen wie mich schon ein geiles Argument. Es verbraucht nicht so viel, es können 4 Personen mitfahren, es ist ein großer Kofferraum dran. Mega. Du kannst Allradantrieb fahren, du kannst im Winter fahren. Mega. Du kannst Heckantrieb schalten, kannst damit rumdriften. Und das alles in einem Auto. Voll geil. Wir haben echt lange drauf gewartet. Ne? Wir haben 6 Generationen gewartet, bis wir jetzt das Teilchen bauen. Ja. Und vor einem Jahr, glaube ich, warst du mal bei M, ne? Da, wo du den Daytona Violett angeschaut hast. Ja, richtig, genau. Der auch sehr gut aussah. Ich bin sehr sexy aus. Erstmal bin ich auch platt, weil die Farbe hat so eine Leuchtkraft, dass diese Plane das dicht hält. Ich hätte immer gedacht, dass die Plane, dass du es leicht durchsehen kannst, aber die Plane ist echt schwarz. Also, schon ist schwarz. Weil was das muss gleich wie so eine leuchtende Kugel aussehen, weil die Farbe ist krass. Die Farbe ist richtig krass. Also, ich bin echt gespannt, was eure Meinung ist. Wir haben es ja im Konfigurator, glaube ich. Kommt es denn da so rüber? Wie nein. Also ich finde, Natura wirkt es ganz anders. Und im Internet ist schon ein Foto aufgetaucht. Echt? Ja, das habe ich gestern gezeigt. Nicht von mir, ne? Nee, ich glaube, so viele Touring in der Farbe wurden nicht gebaut. Nein. Und der wurde ja frisch angeliefert. Okay, dann. Ich würde sagen. Wer zieht denn? Willst du ziehen? Oder soll ich ziehen? Du ziehst. Ja? Die Kombination ist schon sehr gewagt. Sagen wir es mal so. Gewagt. Ich find die Sitze mega. Ja, natürlich. Die Farbkombi zusammen ist halt. Allein das wieder als One-Car-Solution-Thema. Dann hast du keinen normalen Sitz, sondern du hast ja eine Art Schalensitz in einem Kombi. Das ist krass. Ne? Also ist alles ein Auto. Komplett hinten aus Carbon. Also ich finde den Wagen so, wie er ist. Da sind wir wirklich stolz drauf, dass wir Wagen in der Konstruktion haben, weil wir haben lange darauf gewartet. Aber es ist auch hardcore ausverkauft. Ja, also für dieses Jahr auf alle Fälle. 23 sind wir durch. Ich hoffe, dass wir noch ein paar Quoten kriegen für 24, aber jetzt gerade schwierig. Ich würde sagen, sogar die Amis finden den Wagen geil. Brutal. Ich war jetzt vor ein paar Tagen da, hab denen gesagt, ja, wenn ich zurückkomme, dann fahre ich mit Flo nach München, hole den M3 Touring ab. Dann machen die solche... Ja. Okay, BMW hat kleine Schande. Solche Augen machen, die dann sagen, boah, wir würden ihn auch so gerne haben. Das hat Audi halt gemacht, die haben den RS6 nach Amerika gebracht und die Amis drehen durch. Und deswegen sage ich ja, darauf haben wir echt lange gewartet und jetzt haben wir endlich ein Fahrzeug für jeden, der Platz braucht, der trotzdem Bock auf Dynamik hat, Abstand bei Allrad, was willst du mehr? Ganz ehrlich, wir haben gerade viel geredet, ich würde sagen, decken wir mal auf. Ja, okay, ich lege mich hier hin. Oh mein Gott, das ist der geilste Moment, der geilste Moment. Das sieht live echt krasser lang, ne? Krass, oder? Ja, ist ja irgendwie nochmal... Farbcode übrigens W97, falls jemand fragt. Mint Green heißt die Lackierung. Oh. Wie krass schaut der bitte aus? Krass, ne? Ich bin so stolz. Sehr schön. Doch, das geht. Krass, ne? Wir werden da trotzdem angreifen. Oh, mein Kopf verpasst gerade an den Weg. Echt jetzt? Ja, voll krass. Aber lass mal auf den Weg, sollen wir den mal sehen lassen? Ja, bitte. Boah. Alleine die Front, wie geil wäre es, wenn wir keine Kennzeichen
Ja, Mann. Montieren müssen. Wie geil schaut die Front bitte aus? Aber das ist so ein Wandel. Ja. Das ist so ein Wandel. Wenn das habe ich schon tausendmal gesagt, aber wo wir das Auto rauskam, würde man nie sagen, ich stell mal vor, man könnte ohne Kennzeichen, sieht man die Nieren noch besser. Weißt du, und Leute haben gesagt. Aber der schaut schon brutal aus. Echt ohne Scheiß. Von vorne. Das ist echt mal nicht normal. Mhm. Und schau mal. Die ganzen Spiegelungen sind. Ja, genau, das war, die Idee, wieder. Das war die Idee. Ja, schaut schon sehr harmonisch aus. Mit dem 50 Jahre Emblem in der Felge. Aber du willst eh andere Felgen drauf machen. Ja, ja. Es sind alle Teile schon da. Echt jetzt? Ja, hallo, guten Tag. Wann geht's los? Morgen. Dann sind wir echt mal auf dem Laufen. Boah! Krass. Also so die gerade an sich von hinten die Haupthaft rein. Das ist halt so geil bei dem Auto, dass er halt diese breiten Kotflügel hat, weißt du? Dann willst du es einmal noch mal warten, die gerade Sicht aufs Heck. Das ist schon ein Kombi, Alter. Und überleg mal, der wurde echt in der MGmbH von zwei Unfallfahrzeugen zusammengebastelt. Ehrlich? Ja, von einem Unfall. Ja. Und dann genau, haben wir zusammengesetzt und dann ist das Fahrzeug entstanden. Wie krass muss das bitte sein? Die beiden Jungs, die Unfälle gebaut haben, ne? Ich sag's danke, dir. Danke. Grüße gehen raus, ihr habt den besten Job gemacht. Ich bin so ein Azubi, der da gerade so sitzt. So, wen soll ich jetzt kaputt fahren? Nee, es ist echt ein Traum. Also, jetzt stark, mit vorne, er muss tiefer vorne, finde ich. Stark, was auch immer. Und ab jetzt finde ich auch echt krass. Schaut richtig sexy aus. Aber kein Carbon-Dach haben, stört mich jetzt gerade ziemlich vegan. Nö. Gell? Weil mit den schwarzen Elementen und auch den schwarzen Felgen gerade schaut es richtig nice aus. Und die abgedunkelten Scheiben hinten. Ich freue mich sehr, wirklich. Also ich freue mich auch, dass du vor allem in der Lackierung, dass du den genommen hast. Weil es ist halt echt eine Ansage, ne? Und ich habe gerade ganz viele Ideen. Ganz viele schon, Ideen. Wenn sein Gesichtsausdruck, er denkt gerade nach. Wirklich. Weil ich so frontlippmäßig habe ich mir über so ein paar Sachen überlegt. Aber ich denke, weil ich möchte nicht, wie bei dem CSL und so, diese Carbon-Schweller machen. Ich finde das mit dem schwarz glanzlackierten gar nicht so schlecht. Mhm. Somit werden wir eine Frontlippe nehmen, die aus Carbon ist und werden die schwarz glanzlackieren. Dass sich das eher integriert und nicht dann, oh, die ist Carbon und wir machen dann nur die Frontlippe Carbon. Oder machen dann den Seitenschweller auch in Carbon und Heckteil Carbon, sondern das bleibt ein Schwarzglanz. Diese Mittelteile, hinten der Diffusor bleibt in Carbon. Aber vorne die Frontlippe wird Schwarzglanz und ich glaube auch die Niere, da werden wir mit Max mal reden müssen. Ich überlege, ob wir diese, es gibt ja so Nieren, die sind viel offener. Mhm. Und die lackieren wir vielleicht im Wagen. Was? Weil beim M2, oder zumindest den Rahmen auch, also zumindest habe ich gerade so die Idee, dass diese Sachen mit in Wagenfarbe sind, aber dass ich wirklich... Aber nicht den Filtriff, den Farbton glaube ich. Kriegt den Mintton nicht hin in Folie so. Egal. Also, wir bedanken uns. Wunderschöner Geschäft. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Wir werden uns noch wiedersehen, weil BMW weiterhin, glaube ich, schon Autos bauen wird. Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen. Ich bedanke mich auch bei Ihnen. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen. Danke. Leute, das wird wirklich ein Projektauto. Weil ich wollte bei dem Auto nämlich was machen. Ja. Ich wollte nicht diesen Standard-Tanz-Tuning gehen, sondern so ein bisschen eine Bumsbude, ein bisschen eine Bastelbude rausbauen. So ein Harlequin-Innenraum. Ja, ja. Bei dem Auto wollen wir mal so dass es so übertrieben ist, dass es schon wieder hässlich ist. Da haben wir für den Ausnahme schon einen guten Start hingelegt. Für dich perfekt. Krass, kann man separat aufmachen? Ja, was ist das nicht? Nein. Markenzeichen vom 3 Touring. Und da kann der Flo immer schön rausfilmen. Und er ist safe. Also Flo, eigentlich haben wir das nur für dich bestellt. Ja, danke, wirklich. Und kann ich jetzt auch separat? Nee, das geht ja noch Farbe auf. Richtig nice. Setz dich mal rein. Das ist mal nicht mal. War richtig cool, oder? Ja, Mann. Also, gute Fahrt nach Dortmund. Fahrt vorsichtig. Ich werde bestimmt auf der Autobahn. Bis öfter fotografiert. Ja, bis öfteren. Ich bin gespannt. Viel Spaß. Und ja, wenn du startest, bin ich gespannt. Komm ich nach Dortmund. Und begutachte mal unser gutes Stück. Eins, zwei. Mensch, dass wir uns mal auf einem Dokument verewigen. Nein. Jetzt muss ich hier oder dran. Meine M-Nägel muss ich mal ganz kurz die Kamera zeigen. So, genau. Ja.
So Leute, die Auslieferung ist geschafft. Der liebe Herr ist unterwegs zurück nach Dortmund. Ich fand die Auslieferung mega. Allein die Lackierung mintgrün auf dem M3 Touring ging mal ganz anders. Und ich bin richtig happy, dass alles geklappt hat. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like und ein Abo da. Und kommentiert gerne mal, wie ihr die Konfiguration vom M3 Touring findet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Soll ich was sagen? Komm, ist doch nicht so. Mein lieber Kollege hier. Willst du was sagen? Nein, hallo.